Hallo ihr Lieben, ich bin Nifeli von Happy Hippocampus. Möchtest du gern Medizin studieren und deshalb den TMS, den Test für medizinische Studiengänge machen, um dir deinen Medizinstudienplatz zu sichern? Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich möchte dir heute eine geniale Strategie an die Hand geben, wie du an die Aufgabe Faktenlernen im TMS herangehen kannst. Falls du es noch nicht weißt, Faktenlernen ist eine Aufgabe, die Bestandteil vom TMS ist und die besteht daraus, dass du in 6 Minuten 15 Patientenfälle auswendig lernen musst. Das Knifflige ist auch, dass die Wiedergabe, also die Zeit, wo du diese Fakten wieder reproduzieren kannst, nicht gleich im Anschluss ist, sondern circa erst 60 Minuten später. Und dazwischen findet dann nochmal eine andere Aufgabe statt. Und was sind jetzt diese Patientenfälle? Was musst du dir da alles merken? Zu jedem dieser 15 Patientenfälle musst du dir 5 Fakten merken. Und das ist einmal der Name der Person. Das ist immer nur der Nachname, keine Angst, den Vornamen musst du dir nicht merken. Also der Nachname der Person, dann das ungefähre Alter. Also da steht dann sowas wie circa 25 Jahre alt oder circa 30 Jahre alt. Dann den Beruf der Person. Also, was weiß ich, Metzger, Maurer, Lehrer, sowas. Dann noch eine bestimmte Eigenschaft bzw. ein Merkmal. Also es kann was ganz Unterschiedliches sein, zum Beispiel verheiratet oder aggressiv oder schüchtern. Also was mir jetzt gerade so einfällt, so ein Merkmal, so eine Eigenschaft der Person, das musst du dir auch noch merken. Und als letztes musst du dir dann natürlich noch die Diagnose des Patienten bzw. der Person merken, also sowas wie Arm gebrochen oder Asthma oder was weiß ich, Schnittwunde. Und das Gute ist, dass diese Patientenfälle aufsteigend nach dem Alter sortiert sind. Und die sind immer in Dreierpacks sortiert und die im ersten Dreierpack, die sind alle gleich alt, da steht dann vielleicht circa 10 Jahre bei jedem. Beim zweiten Dreierpack, da steht dann überall vielleicht circa 25 Jahre alt. Beim dritten Dreierpack, die sind dann vielleicht alle 35 Jahre alt. Also das hilft schon ungemein beim Auswendiglernen. Und wie du das dann machst, das sage ich dir jetzt gleich noch. Und was auch noch gut ist, dass diese Dreierpacks an Namen immer ähnlich sind von der Bedeutung her. Also da steht dann zum Beispiel Herr König, Herr Kaiser und Herr Graf. Also die sind ja von der Bedeutung her alle ähnlich und das macht es dann auch nochmal leichter beim Merken. Also zumindest war das so in den Testaufgaben, die ich gesehen habe. Ich denke mal, das ist dann im TMS genauso. Und was ist jetzt die geniale Strategie, um sich diese ganzen Fakten zu merken? Vielleicht hast du es schon geahnt. Ich empfehle dir natürlich die Loki-Methode bzw. einen Gedächtnispalast zu bauen. Und vielleicht hast du unsere anderen Videos zur Loki-Methode bzw. zu den Gedächtnispalästen schon gesehen. Wenn nicht, dann abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, schau dir die anderen Videos an. Wir haben da ganze Playlists zum Thema Gedächtnispaläste, zum Thema Loki-Methode. Es ist unsere Lieblings-Lernmethode und Gedächtnistechnik, weil die einfach so wahnsinnig effektiv ist. Die ganzen Gedächtnisweltmeister, die Weltrekordhalter wenden diese Technik an und sie würden diese Technik nicht anwenden, wenn es noch eine Technik gäbe, die besser wäre. Und ich zum Beispiel, ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinem Medizinstudium, es ist wirklich so eine geniale Methode, man kann sich einen Haufen Fakten merken und das auch noch in kurzer Zeit. Und genau das kannst du dir eben auch beim TMS zunutze machen. Falls du noch nie von der Loki-Methode oder von Gedächtnispalästen gehört hast, erkläre ich es dir jetzt einmal ganz kurz. Gedächtnispaläste sind im Prinzip Räume, also es muss gar nicht nur ein Palast sein, auch wenn es sich so anhört. Also du kannst dafür Räume nehmen, am besten Räume, die du selber kennst. Das kann deine eigene Wohnung sein, die Studentenbude, später mal vielleicht, aber vielleicht studierst du ja jetzt auch schon. Oder es kann das Haus sein, wo du aufgewachsen bist. Oder eine Wohnung von einer Freundin oder von einem Freund. Es können Einkaufsläden sein, alles Mögliche. Und dann ist das Prinzip von der Loki-Methode bzw. von Gedächtnispalästen, dass man in diese Räume wie eine Gedächtnisroute hineinbaut. Also man legt sich einen Weg da hinein, in dem man mental immer durch diesen Raum spaziert.
sucht sich dann die markanten Gegenstände raus. Also das kann sein das Bett und dann das Regal und dann das Sofa und dann vielleicht die Heizung und dann eine Lampe und dann der Stuhl. Also du verstehst, was ich meine. Man geht durch dieses Zimmer, das du dir ausgesucht hast, zum Beispiel dein Schlafzimmer. Du suchst dir die markanten Gegenstände heraus und dann verknüpfst du die Lerninhalte mit diesen einzelnen Gegenständen. Und zwar nicht einfach so, sondern du wandelst die Lerninhalte vorher in Bilder um. So, das war jetzt einmal ganz grob, quick und dirty, die Loki-Methode bzw. Gedächtnispaläste. Und jetzt erkläre ich dir, wie du diese Methode für den TMS anwenden kannst. Und zwar, du brauchst einen Gedächtnispalast mit 5 Räumen. Und das kann zum Beispiel einfach die Wohnung sein, in der du gerade wohnst. Oder wenn du in einem Haus wohnst, einfach das Erdgeschoss. Und da suchst du dir jetzt 5 Räume raus und legst fest, in welcher Reihenfolge du durch diese Räume durchgehst. Wir empfehlen immer im Uhrzeigersinn, durch die Wohnung zu gehen oder durch die Räume eben. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, dass der erste Raum das Wohnzimmer ist, der zweite ist die Küche, der dritte ist das Bad, der vierte ist das Schlafzimmer und der fünfte ist der Flur zum Beispiel. Das legst du dir einmal fest und diese 5 Räume brauchen wir nämlich jetzt, um diese 5 Dreierpacks an Personen dort abzulegen, im TMS dann. Und die Idee ist, dass du in jedem Raum ein Dreierpäckchen sozusagen von Personen ablegst. Ich habe dir vorhin gesagt, die Personen in einem Dreierpäckchen, die haben ja immer das gleiche Alter. Und du beginnst jetzt einfach mit dem ersten Raum, das ist ja zum Beispiel bei dir das Wohnzimmer gewesen, und in diesem Raum legst du die erste Personengruppe ab. Also das sind zum Beispiel die 10-Jährigen. Und im zweiten Raum, zum Beispiel in der Küche, da legst du dann die zweite Dreiergruppe ab. Ja, das sind dann zum Beispiel die 25-Jährigen. Und im dritten Raum legst du die ab, die 35 Jahre alt sind oder wie alt die eben auch sind. Du verstehst das Prinzip. Der Vorteil ist, dass du dann später bei der Wiedergabe immer weißt, wie alt die jeweiligen Personen waren, ohne dass du dir irgendwelche komplizierten Zahlen einprägen musstest. Du weißt dann ja, der erste Raum, das waren die Jüngsten, der zweite Raum, das waren dann die Zweitjüngsten und der dritte Raum, die Drittjüngsten. Und dadurch, dass die Altersstufen immer so 10, 15 Jahre Abstand haben oder manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, kannst du dir das dann später super wieder herleiten. So, wie genau kannst du jetzt diese Personen in den jeweiligen Räumen ablegen? Nehmen wir mal an, dein erster Raum ist dein Wohnzimmer. Und der erste Gegenstand ist das Regal, der zweite der Schreibtisch und der dritte vielleicht das Sofa. Und in diesem Raum wollen wir jetzt das erste Dreiergrüppchen ablegen. Und ich habe mir da einfach mal ein Dreiergrüppchen ausgedacht. Ich lese es mal kurz ab. Das ist einmal der Herr König, der ist ca. 25 Jahre alt, der ist Metzger, laut und hat eine Schnittwunde am Finger. Das war die erste Person, der erste Patientenfall. Der zweite ist der Herr Kaiser, der ist auch ca. 25 Jahre alt, er ist Bäcker, fleißig und er hat Husten. Und die dritte Person ist der Herr Graf oder Frau Graf, weiß man eigentlich gar nicht so genau, auch 25 Jahre alt ungefähr. Er ist Schmied, er ist verheiratet und die klinische Diagnose ist eine Verbrennung. Jetzt nehmen wir mal unseren ersten guten Punkt her. Da wollen wir unseren Herrn König ablegen. Der ist Metzger, laut und hat eine Schnittwunde am Finger. Und jetzt geht es einfach darum, dass du dir diese Person so lebendig und so verrückt und so emotional wie möglich vorstellst. Unser Gehirn, wir sagen das immer, das lernt so viel besser, wenn Emotionen im Spiel sind und wenn Sinne im Spiel sind und natürlich, wenn Bilder im Spiel sind. Also diese drei Dinge, Bilder, Sinne und Emotionen, die sind total wichtig, damit sich dein Gehirn schnell und effektiv Sachen merken kann. Und ich würde bei diesen Patientenfällen, glaube ich, immer vom Beruf ausgehen, weil das schon sowas sehr Bildliches ist. Und ich würde mir da jetzt einen Metzger vorstellen, ja, so einen breiten Mann. Und er hat so eine riesige Krone auf dem Kopf. Und der denkt jetzt irgendwie, das Regal ist was er schlachten muss. Also der verwechselt unser Regal im Wohnzimmer mit einem Schwein.
und haut da drauf rum mit seinem Beil und ist dabei laut und du hörst, wie er schreit. Stell dir das wirklich vor. Und dabei hackt er sich voll in seinen Finger. So kannst du dir merken, Schnittwunde am Finger. Dadurch hast du dir jetzt alle vier Fakten auf einmal gemerkt. Den Beruf Metzger, den Namen König durch die Krone, dass er laut ist, das hast du dir vorgestellt und gehört förmlich. Und die Schnittwunde am Finger, weil er sich ja in den Finger hackt. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass du diese Person auch mit dem Gegenstand in deinem Raum verknüpfst. So kannst du dann später bei der Wiedergabe wieder ans Regal gehen und überlegen, wer hat denn da rumgehackt mit seinem Beil? Ach ja, das war ja der Metzger mit der Krone. Ah ja, der Herr König. So kommt es nämlich nicht zu Verwechslungen, auch innerhalb eines Raums. Also ganz wichtig, verknüpfen mit dem Routenpunkt. Unser zweiter Patientenfall war ja der Herr Kaiser, der ist Bäcker, fleißig und hat Husten. Da könntest du jetzt am nächsten Routenpunkt, wir hatten ja gesagt, es war ein Schreibtisch, könntest du dir jetzt einen Bäcker vorstellen, ja, in so einem weißen Bäcker-Outfit und der macht vielleicht Kaiserschmarrn, ja, so kannst du dir merken, Kaiser ist der Name. Und er ist ganz fleißig und ist ganz vertieft und macht einen Kaiserschmarrn-Teig nach dem anderen. Und es staubt so sehr, dass er ganz stark husten muss. Und du hörst es förmlich, wie er hustet und hustet und hustet. Und so hast du dir jetzt auch diese vier Fakten gemerkt. Und ja, ich glaube, es ist jetzt schon klar geworden, wie das Ganze funktioniert. Und ich kann dir empfehlen, da wirklich zu üben. Am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen, bis du da schnell bist am Assoziationen überlegen und am Verknüpfen mit deinem Gedächtnispalast. Und ich verspreche dir, wenn du übst, wird es schneller. Du wirst da richtig Fahrt aufnehmen und dann wird dir diese Aufgabe im TMS hoffentlich kein Kopfzerbrechen mehr bereiten, sondern du holst dir da hoffentlich dann die maximale Punktzahl. Und ja, jetzt schreib mir mal hier unter dieses Video als Kommentar, wie dir dieses Video gefallen hat, wie es dir geholfen hat. Und ich will auf jeden Fall nach dem TMS wissen, wie diese Aufgabe bei dir gelaufen ist mit den Gedächtnispalästen. Also schreib uns da gerne, abonnier uns auch auf Instagram, abonnier hier unseren YouTube-Kanal. Und ja, wenn du dann den Medizinstudienplatz hast, dann findest du bei uns auch ganz viele Sachen für dein Medizinstudium, ganz viele Lerntipps und noch viel, viel mehr. Ich wünsche dir jetzt alles Gute für den TMS und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Mach's gut, ciao.